Christoph, man muss es ja so sagen, das, was über den Ukraine-Krieg in Russland gezeigt wird, fällt unter die Zäsur, unter dem Strich, bleibt aber auch, es gibt viele strategische Fehler der russischen Armee und im Prinzip auch keine nennenswerten Landgewinne. Macht sich das irgendwie schon in der Bevölkerung so ein bisschen der Unmut breit? Ja, es macht sich Unmut breit und es ist sehr interessant, wie das Ganze sich Bahn bricht. Es gibt also nicht irgendwie Berichte im Staatsfernsehen, wo jetzt großartig kritisiert werden würde, sondern das Ganze passiert über den Messenger-Dienst Telegram. Und zwar gibt es da eine ganze Menge von kremltreuen russischen Militärberichterstattern und die haben auch noch ihre Blogs auf Telegram und da äußern sie jetzt immer stärker ihren Unmut und kritisieren vor allem die Arbeit der russischen Generäle und da sind dann auch Worte zu hören wie Dummheit, wie kann sowas passieren, das grenzt ja an Sabotage, also Dinge, die im Westen ganz normal wären, Kritik zu üben, das ist hier doch mittlerweile eine Besonderheit. Und das muss man also schon sagen, dass wir sowas auch nicht erwartet hätten, denn diese Blogger haben eine enorme Reichweite. 2 Millionen Follower, 800.000 Follower. Alexander Slatkov ist einer von ihnen. Und ja, irgendwie riskieren die natürlich auch ihren Kopf für diese Kritik. Das darf man nicht vergessen. Christoph, danke für diese Einordnungen nach Moskau.